Hi Utabis, was meint ihr? Neue Folge in derselben Aufnahmesession, immer noch der 30.11. Bin down. 2019. Raumtemperaturen sage ich euch nicht an, mein Thermometer ist doch nicht so weit weg. 20 Grad. Ich glaube, das Ding ist einfach nur angemalt. Eistonraum mitgefallen. Na, geht gut los. Das Combustion Generator? Die nehme ich mit. Ne, das war ein. Oh, da gab's. Ja, mach doch mal Platz hier, scheiß Dingsbums. So, was gibt's hier? Oh, von mir aus. Also. Ich könnte jetzt hier wieder den Dings da hinsetzen und gucken, was bei rauskommt in der Atmosphäre. Ich glaube, wenn ich jetzt mal einfach so spontan hinstelle, sagt er mir auch, dass es hier nichts von Bedeutung gibt. Ist das eine Tür? Cool. Und zwar, wenn ich ihn finde. Hier. Wasseroxygen kommen, Nitrogen, Kohlendioxid, Carbondioxid, also das übliche. Oder der zeigt mir das immer an auf allen Planeten. Habe ich jetzt wieder? Gut, das wäre mir wichtig. Ich fürchte, dieser Planet hat nichts für einen Wert für uns. Außer diese hübsche Tür, das hübsche Bett, diesen hübschen Eisschrank hier. Den ich übrigens so cool finde, dass ich ihn mitnehme. Alles ein bisschen düster, das kann ich jetzt leider nicht verhindern. Sah aus wie ein Eisberg. Ich glaube, das, was ich gerade getötet habe als erstes, wollte mich gar nicht angreifen. Ja, das sind die Irrungen und Wendungen des Lebens. Manchmal wird man angegriffen, weil man denkt, man greift jemanden an. Politiker kennen sich aus. So, Roboter, Viecher. Guck ich mir gar nicht erst an. Nee, da habe ich kein größeres Interesse dran. I need help. Oh, das glaube ich dir, aber ich gehe weiter. Ich habe nämlich gar keine Rasse an euch zu helfen. Na, was gibt's für euch so Schönes? Schon wieder die Nachtviecher. Ich gehe mal. Tschüss. Ach, ist das schön. Moonwalk. Fehlt nur die Geräuschkulisse, ne? Nun schießt ihr mal schon weiter. Euer Camp ist doch noch gar nicht geladen und ihr schießt. Ich finde das äußerst unhöflich. Echt mal. Gut, gehen wir weiter. Gibt's nicht. Also brauchen wir doch ein Frozen Arctic irgendwas. Und bis wir das gefunden haben, könnte es jetzt eine Weile dauern. Denn ich will ISO gehen, aber das ist hier 5 oder so. Ich hab keine Ahnung. Aua, 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 das tat weh. Nächste System. Wo waren wir noch nicht? Unexplored. Na dann, jump to conclusions. Volcanic Primeval. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich nicht Kälte, aber klingt interessant. Midnight, Lunar, 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 Lunar. Gibt es hier irgendwas in dem System, das mich interessiert? Weil es sieht irgendwie gar nicht so aus. Unknown gibt es hier auch keine, also Barren, Unexplored. Da waren hier plötzlich Planeten auf der Arm. Okay, Volcanic Primeval. Dürfte der einzigste Planet sein, der uns jetzt hier interessiert. Fucking go, fucking crazy. Da, 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 da. Sobald Musik 3-4 Jahre out ist, fange ich an, sie zu hören. Weil sie mir dann nicht mehr auf den Keks geht. Volcanic Primeval. Risky. Hohe Klimabedrohung. Erdbeben, Smog, Blitzstürme, Feuer. Merkt mal, also genau das Gegenteil von dem, was wir suchen. Lass gut sein. Gibt's eh nicht. Irradiated. Könnte sein, dass wir da was finden. Ozeanik können wir mal schauen. Shadow Moon. Protowelt. Ja, ja, gut, wir haben es verstanden. So, geh weg. Tidewater. Kristallin Frozen Moon. Machen wir da nicht schon mal? Egal, Jump. Steht unexplored, also machen wir da daneben. Go fucking crazy, come. Da 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 da. Deck sehen sie schon wieder. Niemand kann ihn aufhalten. Tut doch endlich was dagegen. So, was gibt's hier? Ja. Frozen Moon, ne? Klein mal die ersten Planeten.
Kristallinwelt interessiert mich herzlich wenig. Anscheinend tun wir es uns trotzdem. Schön kommt das Raumschiff zu uns. Lass mich hoch! Wer immer du bist. Kristallin Desert, Rainbow Force Kristallin. Also nicht von Bedeutung. Frozen Moon Prisma. Wir gehen mal kurz runter und gucken, was es da gibt. Ja, so zwei, drei Folgen noch rumfliegen und schon ist der Treibstoff alle. Ich sollte hier oben einen eritianischen Algenproduktion haben. Wir sind bei Nummer 34, geht klar. Don't let me down, 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 down. Was? Da, da, bam, 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 bam. Was zum Geier ist denn heute los hier? Weil es auf die Augen schlägt. Draußen ist es so düster kalt aussehend. Was gibt's hier? Du bist nicht feindselig? Oder doch? Oder wie oder was? Wasser. Wieso gehe ich immer von links nach rechts? Falsche Taste. Hey, ich wollte den Schmetterling einfangen, du Drecksvieh. Ich meine, ich wollte erst den töten und dann die Schmetterling. Aber egal. Du ihn wärmer. Brauchst du aber gar nicht so rumfliegen, ich mach dich eh tot. Du warst harmlos, der ist gefährlich. Und du willst auch noch was. Okay, wo kommst du denn jetzt schon her? Ja, Kryogenik ist da, das ist schon klar. Kryogenik ist mir völlig egal, wie das heißt. Wir haben uns hier bitte in die Päpstliche als der Papst. Jetzt kommt ihr doch Nahkampf, ne? War klar. Bald ich. Denk dran, YouTubers, wir wollen uns hier noch umschauen. Vielleicht gibt es hier auch eine interessante Pflanze oder so. Tolles Untergrundbiom. Was bist du? Du siehst aus wie ein Diamant, ne? Du bist ein Schneeball und Eis. Das ist schön. Doch ein Diamant, hat man recht. Ja, ihr schon wieder. Leckt mich. Drecksbiome. Alle schon mal gesehen jetzt hier. Halten wir uns noch nebenbei her. Ja. Nicht schon wieder, ihr. Ihr müsst da immer irgendwann Schnauze voll haben. Irgendwelche kleinen Hinten zu. Wo ist das hier? Eine komplette Assembly Line? Natürlich, was sonst? Leco mio. Drecksviecher. Ja, du hast Protectorate Security Station. Keine Ahnung, was es ist, aber es sieht schön aus. Boah, mit ganzen Panzern hier. Jetzt ist er mal Schluss. Los, verträgst du keine Kälte? Der hier Pinguin. Ich glaube, in der ersten Staffel hatten wir alles sowas schon mal gesehen, ne? Cool. Aber ich finde sie jetzt nicht schlecht. Ist mal hübsch. Tut mir leid, wenn das ein bisschen dauert mit dem Tod. Normalerweise töte ich schneller. Oben gibt es noch ein paar Locker. Ja, ja. Du fahr mal und rum. Das interessiert mich gar nicht. Hier, oh, ihr habt noch ein Locker. Das ist natürlich was anderes. Dann komme ich natürlich gerne bei euch vorbei. So auf einen Kaffee. Enttäuschend. Wirklich, wirklich enttäuschend. Ich hätte mir mehr erwartet. Ist mir egal, ob ich die Heizung habe oder nicht. Penguins ohne. Jojo. Jo. Ich könnte mir einen holen. Ist, reicht das als Grund? Ist das. Ansatzweise richtig. Ja, schon wieder gut. Gammel den Dreck hier vom letzten Jahr. Hübsch. Eine Weihnachtsmannjacke. Okay. Die hänge ich auch für die Nicole. Oh ja, Gott, was soll's. Wir nehmen es mit. Irgendwann können wir mal Waffen craften oder so. Stäbe gibt es offensichtlich mehr als genug. Wir nehmen sie mit. Können wir ja alles craften. Habe ich das schon mal erwähnt? Ja. Und gibt es hier so schöne Pixel. Pixel. Ich könnte auf die schießen, ne? Wollte ich das mal. Genau das habe ich nämlich geahnt. Deswegen bin ich weggegangen. Da drin sitzen Leute mit Pistolen und die können schießen. Und ich bin dann da und ihr wisst, was ich damit sagen wollte, oder? Ich weiß, dass das ein Executive Share ist, aber den habe ich nicht angeklickt.
Die Dinger würde ich gerne bauen, die wo Pixel rauskommt. Selbst Overtime wäre das noch praktisch. Nur wie haben wir denn hier? Ach, die Bude wollte jetzt wieder nicht aufmachen, ja? So wollen wir das also spielen, ja? Na gut, dann spielen wir das auf eure Ordnung. Aber das Spielchen gewinne ich. Da oben ist Innere, das, die sehen herrlich aus, die Pinguin. Das ist der Wahnsinn. Ich habe jetzt eigentlich relativ wenig Interesse, weil die Dinger zu verfolgen, aber egal. Schön, dass es immer neue Locker gibt. Ich mag die Locker. Oh, Cobblestone und eine Bombe. Das ist auch mal Schluss mit Lust hier. Ich will mich da verscheißen. Oh. Pinguinbett. Ach. Wollen wir die dann noch töten? Ach komm, leck mich. Ich habe Besseres zu tun. Dann mach die Tür auf. Wer bist du? Von euch kommt gleich mehr auf den Roboter, ja? Endlos-Modus oder wie hast du das gedacht? Weil ich habe kein Problem mehr. Ihr könnt ruhig noch ein paar mehr rausbringen. Mal gucken, was dabei kommt. Mehr kommt nicht. War das eine einmalige Falle oder wie ist das? Ich habe nicht gegen so einen Monster-Spawner. Würde ich gerne so ein System mal. So. Also, jetzt mal im Ernst. Zum Üben und Ressourcen kriegen. Ich höre doch da schon wieder einen. So, jetzt kann ich mich hier nicht. Die Wände bohren einfach so. Na gut. Ja, was essen Pinguine bitte Bananen? Könnt ihr mir das mal erklären? Verstehe ich nicht. Wenn es so. Lampen brauche ich jetzt. Oh ne. Leck mich doch am Arsch mit Arm. Go fucking crazy. Wir schießen hier mit Eisig, Leber. Du Fehler. Größen machen sich oder so. Oh cool, schieß noch mit Feuer. Mit. Ja, ach, da ist ja noch einer. Dreistet sich einfach auf mich zu schießen. Weil er jetzt. Ich will eigentlich nur raus, ne? Also. Schön, dass er gleich in einer Reihe aufstellt. Das finde ich sympathisch. Finde ich auch. Sieht schön aus. Ja, so klein. Dann noch. Was man eben so produziert. Wir wollten eigentlich einen Dark Arctic Planet. Ich will ISO gehen, ne? Oh Gott, schauen wir. Jetzt ist aber Schluss mit lustig. Ihr müsst das selber auch mal die Schnauze voll haben, mir sowas zu zeigen. Prison Charts besuchen? Nein. Wir suchen mal schon Ernten. Ein Gong. Ein seltsamer Einwohner. Ganz viele böse Monster. Die alle was von mir wollen. Und zwar ganz, ganz viele. Sehr, sehr viele möchte ich hinweisen. Die bei ladenden Welten ein bisschen sehr viel sind. Kann ich nicht so einen flammenden Schweif im Wind hinterlassen oder so? Den die alle verrecken elendig. Ey, ich meine. Ja, ist gut. Jetzt reicht's aber mal lassen. Ich hab. Ja, ist schön, dass es von euch sowas hier viel gibt. Jetzt reicht's. Tschüss. Mir ist schon klar, dass es hier was Kaltes gibt. Folgen die mir auf dem Raumschiff? Bei so arktischen Temperaturen, wer braucht schon Sauerstoff? Pflanzen, Menschen, Tiere, Insekten, teilweise, nicht alle. Okay, auch hier gibt es nichts von Bedeutung. Wir gehen weiter. Scorched des Laos, Binary Star, Nitrogen Sea. Alien Jungle, Oceanic Tidewater, Eden. Komm, wir gehen mal hin. So ein Ding eigentlich. 15, na gut. Ship in Transit. Miau. So, wo sind wir? Hier sind wir. Alien. Ach, ich habe keine Platte voll von den Dingern. So, Piraten lecken mich am Arsch, bitte. Eden, Rocky Moon, Rainforest, Gasgigant. Zu Benel Genubi Traverse. Mhm. Das ist ja später zu Benel Genubi Traverse. Das liest man so zu Benel Genubi Traverse. Wenn sie in die Schweiz. Immer da, wo die anderen Raumschiffe sind. Und da ist ein anderer Volt. Gucken wir uns gleich an. Ja, wird es heute noch, oder? Muss ich nochmal? Gott, ich gehe nochmal drauf. Du solltest nicht dahin, sondern da, wo das System ist. Danke. Open the door. Das Blipband. Deadly Code. Wir könnten dahin. Extreme Pressure Protection brauchen wir. Und es gibt dort...
Iridium interessiert mich wie die Friedensfahrt im Alten. Gibt's Leute und lustige Sachen? Eden erwähnt Travel. Eden Field of Potato. Mhm. Eden Planeten sind sicherlich auch schön zum Siedeln, aber. Apropos, wie groß ist der? Small, aber sehr lange Tageslänge, das ist immer gut. Warte jetzt, was gibt's hier? Oceanic, Tidewater und Dschungel. Also Dschungel und Sumpf hätte ich jetzt erstmal genug gesehen. Offen gesagt, Eis auch, wenn nicht Dark Arctic, das wäre, was ich suche. Tidewater. Haben wir Tidewater Planet schon mal angeguckt? Radioaktiv, das übliche. Tidal Forces. Poison Protection. Also nichts, was wir brauchen könnten. Nichts von Interesse, keine Besonderheiten. Wiedersehen. So, ja. Schwefel kennen wir jetzt wirklich genug. Dschungel, Wüstenmond. Haben wir schon mal Desert Moon gesehen? Und dann zu dem hier oben, was auch immer das ist. Nitrogen Sea, da wollten wir eh hin. Go fucking crazy, Daniel. Da. 15 Minuten, ne? Das geht auch. Ich muss mal mehr auf 20 Minuten kürzen. Da kann ich wirklich für. Ich glaube, ich habe 2019 dann Folgen bis in den Sommer rein. Was ja nichts Schlimmes ist, ne? Ich müsste sie nur mal hoch zum Upload kriegen. Maß-Uploading, das wäre eigentlich schlecht. Gibt es denn beim automatisierten Hochland keine Funktion für, ihr wisst schon, Jungle, Deadwood, Crystalline Swamp, Red Desert, Yosemite, Desert Moon interessiert. Wie sieht Desert Moon aus? Ach, das ist bestimmt bloß irgendwie so Baron-mäßig. Was ist hier schon wieder gelandet? Lasst mich mit euren Techno-Wizard-Dingern in Ruhe. Das ist das Letzte, was ich hier sehen will. Dreh jetzt noch einen Cappuccino, so scan hat gesagt. Entschuldigung für die Lautstärke beim Abstellen. Man merkt, in der letzten Staffel hat hier so eine Serviette Dings da, also Baumwolle, nicht Papier. Rocky Moons in der Semini. Ice Waste, gucken wir gleich. Mountainous Alpines. Jehe. Drizzle, Acid Rain, Luminous Rain ist schön, aber puh. Komm, wir gucken uns mal Liquid Nitrogen Sea an. Haben wir sowas nicht sogar schon? Das Schiff sieht auch irgendwie so aus wie so ein Aalmeer, oder? Dankeschön. So, gucken wir. Chromatik, bla bla. Protocyte. Das ist aber nur Protocyte, ne? Cold Moon. Super Dense Meat Cave. Ich frage gar nicht erst. Können wir mal ein paar von abstellen. Liquid Iridium haben wir auch. Warum auch immer. Cyberdance können wir mal hingehen. Wir haben noch kein Liquid Nitrogen. Sind wir richtig? Sind wir in der Atmosphäre? Wir gucken noch mal kurz. Schön, dass Nitrogen und sowas nie angezeigt hat, ne? Vakuum und Cold. Wir waren bei Nummer 34. Okay, 34, geht klar. Vielen Dank. Und ich habe Hunger, das geht gut los. Ich könnte jetzt. Oh, was gibt es da schon außer Stickstoff? Um hinzugehen, mal kurz 50.000. Heiliger Strohsack. Okay. Warte mal. Flogen sein, ich gehe mal kurz runter. Was ist los? Ich weiß nicht wofür, aber ich nehme es jetzt einfach mal mit kurz. Und wenn der Sturm aufhört, können wir ja draußen bleiben, oben. Ihr seht, da hinten ist übrigens ein Loch hier, ne? Das ist eine unendliche Quelle. Wenn das Lava wäre, würde hier unendlich Lava rauskommen. Da baut man dann eine Quarry rein, eine Pumpe und dann blub, 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 blub. Das ist unendliche Lava-Produktion. Funktioniert hier natürlich übrigens mit Nitrogen. Ernsthaft? Leute, ernsthaft? Auf dem Planeten? Ihr wisst schon, dass ich fliegen kann, oder? Dass ich gegen die Wetterbedingungen hier wahrscheinlich besser gewappnet bin als ihr. Ein bisschen jedenfalls. Grundsätzlich mal. Was ist denn das hier alles?
Warum sieht das so komisch aus? Egal, ich nehme es mit. Learn to craft packet. Snowband. Ja, wir nehmen es mit. Was ist eigentlich, wenn ich hier reingehe? Okay, das ist keine gute Idee. Das ist vielleicht aber auch nur der Hagel, der mich stört. Also gehen wir kurz unterirdisch. Zwecks Schutz und so. Was habe ich hier oben eigentlich mit vor? Wieso sind meine Plattformen? Also weil ich gestorben bin. Okay. Ich schätze mal, wenn ich jetzt hier abbaue, habe ich gleich genau den Scheiß. Die ist es super. Aber wir kennen jetzt gleich mal das C-Level von dem Zeug. Und vielleicht. Immer positiv denken. Oder sich einreden, dass man positiv denkt. So, dann sollte der Eingang hier auch breit genug sein. Und dann machen wir kurz ein paar Fäckelchen. Kann es nie zu viel von geben. Ihr wisst ja, wie das ist. Ich weiß, was ich gerade mache. Keine Sorge. Ich mache das gezielt. Ich bin Profi. Mischt euch nicht ein. Ich kenne mich aus. Und drüben kann sich Liquid Nitrogen ansammeln, bis der Arzt kommt. Das juckt mich nicht. Apropos, unten drunter ist natürlich auch logischerweise, weil wir brauchen ein größeres Becken davon. Genau, so habe ich mir das nämlich gedacht. Dann können wir hier abmachen. Versteht ihr jetzt? Ha? 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 Ist das jetzt eine gute Idee oder was? Hat der X-Zen Ahnung von dem, was er macht? Nein, gut, haben wir es geklärt. Damit ich nicht beim ersten Mal gleich sofort durchbreche. Obsidian wäre besser, aber das baue ich ja auch schon mittlerweile immer jetzt. So, wir haben genug davon. Wir könnten jetzt mal so langsam. Und es ist echt kalt hier, wenn wir es nehmen. Ofen wäre nicht schlecht. Oder eine Heizung. Apropos, haben die Heizung eigentlich in-game Heating-Effekte? Ich habe keine Ahnung. Das wäre der Hammer. Muss ich ehrlich zugeben, das wäre cool. So, noch ein paar Fackeln hinstellen. Und während der Sturm noch die nächsten 12 Jahre weiter tobt oder für immer, ich habe keine Ahnung. 31 Manipulator-Module habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. So, wo war der Scheiß? Ich habe keine Ahnung. Hier. Es hat aufgehört. Wie schön. 034. Liquid war es 34. Ich habe keine Ahnung. Liquid Nitrogen. Cold. Fertig. Das ist flüssiger Stickstoff, kaltes, sollte man eigentlich wissen. Aber Xen passt hier auf sowas nicht immer auf. Insofern. Oh, toll. Steaks kommen. Wir essen sie mal. Wie lecker, eine gebackene Kartoffel oben drauf. Warum denn auch nicht? Kommen jetzt hier auch wieder raus. Da oben liegt schon der Schnee drauf. Ist mir egal. So, weiter geht's. Würdest du mal so freundlich sein, hier aus dem Weg zu gehen? Jetzt, wo das Wetter schön ist. Ich finde es schön, dass die Planeten nochmal abgebildet werden. Was seid ihr hier bitte? Gibt es Bäume, die in flüssigem Stickstoff... Also ja, gut, warum nicht? Da unten ist schon wieder irgendwas anderes, wahrscheinlich kontaminiertes Wasser oder so. Ne, ist nur normal. Sieht nur anders aus. Wir sind weiter unten. Blub, 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 blub. Eine Truhe. Sieht fast so aus, ist es aber nicht. Also flüssigen unüberschaubaren Mengen. Ich will Kaffee und eine Solusberry. Aber, da unten halt unten. Au! Learning, 10 Sekunden, von mir aus. Immerhin glauben wir. Wow, ich glaube, der Kaffee hat gerade etwas mehr Wirkung als sonst. Kann das sein? Wenn ich Feuer fange, fangen die Gegner auf, oder? Da will einer Stress machen. Ist irgendwann schon deine Früchte? Lass mich nur mit einem Baum. Ich habe an Bäumen keine Ahnung, kein Interesse. Aber neun Pflanzen. Strange Nodule, ich hasse euch. Von ganzem Herzen. Die hätte ich gerne vor 40 Folgen gefunden. Am besten immer gleich in Folge 2 oder so. Direkt in der Kiste irgendwo rumliegen. Und Mietweinbus auch, wenn wir schon mal weisen. Sag mal, was ist denn das hier? Achso, die Bäume, ich dachte gerade sagen, sind das Inseln oder so? Kristall oder sowas? Sieht ja cool aus.
Okay, wir wissen jetzt, dass es hier nicht allzu viel Interessantes gibt. Ab und zu mal drei Ressourcen, die es jetzt in eher überschaubaren Mengen gibt. Servus. Ist nicht böse gemeint, aber siehst halt ein bisschen doof aus. Oder unfreundlich, wenn wir sind. Okay, jetzt, wenn wir immer hier sind, komm. Haben wir den ganzen Scheiß. Alles Wasser, geht klar. Wenn wir uns richtig verstehen, ich bohre mich hier durch, solange es noch Ressourcen gibt. Oh, gut. Davon hat man ja gerade erst einen ganzen Haufen verwendet. Oder verschwende die Münze. Hau ab, Drecksvieh. Ich hab dich genau gesehen. Das ist Schwefel, das interessiert mich. Gut, dass man durch Eis so leicht durchkommt. Können wir ab und zu mal hier sowas setzen? Dann, ja, klasse. Und das hier habe ich auch übersehen. Dachtet ihr, meine lieben Freunde. Also bloß ein Teil, interessiert mich gar nicht. Darauf nehme ich nun wirklich keine Rücksicht. Ist wieder Licht, was auch immer. Wahrscheinlich wieder irgendwas geweckt, was Licht produziert. La 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 la. Hier gibt es auch nichts, wir brauchen einen Planeten. Ich werde den manuell, glaube ich, suchen müssen. Das kommt ja niemals vorwärts. Was war das? Schon wieder was Neues. Und da gibt es Kristalle rechts. Mal gucken. Au. Danke, Drecksvieh. Einfach nur ein genereller weg. Gut, schön zu wissen. Dann hätten wir auch das geklärt. Triangulium nehme ich immer gerne mit. Man weiß ja nie. Also ist zwar schön, dass es hier Ferrozium, Virolium und den ganzen anderen Scheiß in Massen gibt. Und Kristalle, die ich nun wirklich überhaupt nicht brauche. Denn dafür gibt es eigene Biome. Bisschen Schwarz nehmen wir auch noch ein paar mit. Klar, warum nicht? Und Eis kann man ja nie genug haben. Doch, kann man. Hau ab. Nichts viel. Warum wir diese Viecher überhaupt anfangen, auf den Sack zu gehen, wir sehen. Das ist so, als ob die unrealistische Chance gegen mich hätten. So, gibt es noch irgendwas anderes, das wir unbedingt brauchen, oder? Fragt mich nicht, ich habe keine Ahnung. Was? Vogel, ha? Du bist doch gerade mal in Richtung geflogen. Meinst du, es fällt mir nicht auf, oder was? Meinst du, kommst du dann von hinten wieder angeflogen mit deinen Brüdern? Hä? Hä? Klein auf Clan hier machen, was? Aber nicht mit mir. Keine Ahnung, was das hier ist. Ich nehm's mit. Völlig egal. Also, nie hier gewesen. Das hat nie existiert, wenn einer fragt. Also, wir haben unsere Quelle für flüssigen Stickstoff. Schön zu wissen. Ich frage wohl erst, wie viel wir davon haben. Zu Hause, meine ich. Irgendwelche sinnlosen Erz, okay, reicht noch. Uns gefällt oder nicht, einen neuen Planeten suchen müssen, in einem neuen System zum 174. Mal. Was aber kein... Bis dahin, Xenoid!